Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zum zweiten Teil. Wahl 17 heißt unsere Sendung. Meine Gästin heute Abend ist Lisa Paus von den Grünen. Sie kandidiert in Charlottenburg-Wilmersdorf. Guten Abend auch mal, Frau Paus. Hallo. Und ich habe es den Zusehern vor der Werbepause versprochen. Die Grünen wollen kleinere und mittlere Gehälter entlasten durch andere Steuern, durch andere Regeln. Das können Sie uns gleich mal erklären. Erstmal, was sind für Sie kleinere und mittlere Gehälter und wie wollen Sie die denn entlasten? Und warum haben Sie die bessere Idee als vielleicht die bisherige Bundesregierung? Wir wollen die, die Steuern zahlen, und Mittelschicht ist ein breiter Begriff, ja, die, die Steuern zahlen, die wollen wir entlasten. So, wir wollen aber tatsächlich, dass nicht die Oberen in Euro die höchste Entlastung haben und die Kleinen und Mittleren wieder stärker in die Röhre gucken. Mhm. Wenn jetzt andere versprechen, sie wollen die Steuerzahler um 15 Milliarden entlasten und ich dann weiß, dass kleinere und mittlere Einkommen von diesen 15 Milliarden vielleicht 3 oder 4 Milliarden bekommen, mhm, ja, und die restlichen 10 oder 11 Milliarden, die landen wieder bei den Topverdienern, dann sage ich, das ist nicht fair gegenüber den Leuten. Das ist eine echte Verarsche, auf Deutsch gesagt. Und ich möchte tatsächlich zielgenau kleine und mittlere entlasten. Das kann man am besten, indem man einfach den Betrag hat, den man Steuern zahlen muss, der liegt jetzt bei 9.000 Euro pro Jahr, indem man den einfach erhöht für alle. Da haben direkt die kleinen und mittleren Einkommen eine klare Entlastung und es ist dann auch tatsächlich für alle gleich. Und außerdem wollen wir bei den Sozialabgaben entlasten, weil da tatsächlich die kleinen und mittleren stärker belastet sind im Übrigen als die oberen, weil sie sich teilweise auch durch Privatversicherungen da auch rauskaufen können. Hm. Und deswegen sagen wir, ist das Wichtige, dass man auch bei den Sozialabgaben entlastet und da einen Teil dann steuerfinanziert übernimmt, sodass der Einzelne niedrigere Sozialabgaben zahlen muss. Als Berlinerin, ganz kurz einen Gedanken dürfen Sie noch zu Ende führen. Als Berlinerin ist mir besonders wichtig, dass wir Grüne gezielt Familien entlasten wollen. Und zwar einkommensunabhängig und unabhängig vom Trauschein mit 12 Milliarden Euro. Das heißt, wir wollen, dass nicht mehr der Trauschein gefördert wird, sondern dass die Eltern pro Kind, pro Monat mehr als 300 Euro bekommen. Damit schaffen wir auch die Ungerechtigkeit zwischen Kinderfreibetrag und Kindergeld in Deutschland ab. Und gerade in Berlin ist es ja so, es ist ja eher die Ausnahme als die Regel, dass wir hier die klassische Vater-Mutter-Trauschein zwei Kindersituationen haben und dass wir einfach sehr viele Kinder haben. Jedes dritte Kind in Berlin wächst in Armut auf und das hat damit zu tun, dass wenn die Eltern sich trennen, praktisch man sofort in Armut landet. Das muss nicht so sein, das kommt auch durch das Steuerrecht, das wollen wir ändern. Einkommensunabhängig und unabhängig vom Trauschein, jedes Kind ist uns gleich viel wert. Bloß wo soll das ganze Geld kommen? Gerade wenn Sie sagen, okay, Sozialabgaben wollen wir verstärkt durch Steuereinnahmen finanzieren, woher soll dieser goldene Wasserhahn aufgedreht. Wir sind da eher bescheiden, ehrlich gesagt. Diese Familienentlastung von 12 Milliarden Euro, die können wir tatsächlich finanzieren aus den Steuermehreinnahmen, die wir derzeitig haben. Andere Parteien, ich habe bei der CDU mal nur das Offensichtliche ausgerechnet, die bieten 52 Milliarden Euro Entlastung an. Da frage ich mich, wie die das gegenfinanzieren wollen. Da sind wir tatsächlich eher ein bisschen zurückhaltend. Da können wir uns auch mehr vorstellen. Versprechen tun wir tatsächlich 12 Milliarden Entlastung für Familien mit Kindern und tatsächlich ein höherer Grundfreibetrag und eben Entlastung von Sozialabgaben. Okay. Weil so viel Zeit, Frau Paus, haben wir leider nicht mehr. Ich will natürlich auch ein Stichwort ansprechen, gerade wenn Sie sagen Kinderarmut. Warum haben wir denn in Berlin jetzt unabhängig davon, dass sich Menschen trennen, aber wir haben ja ein relativ gutes Angebot hier auf Landesebene, gerade was die Versorgung und die Betreuung von Kindern angeht. Warum haben wir trotzdem das Phänomen, dass in Großstädten wie Berlin statistisch gesehen, man sieht ja keine kleinen Kinder an der Straße betteln, aber trotzdem vom Betrag her wird ja statistisch was ausgerechnet, ab wann ein Kind als arm gilt. Warum haben wir das so verstärkt, gerade in der deutschen Bundeshauptstadt? Wir haben hier zwar sozusagen mehr Kita-Einrichtungen als woanders, aber gerade in Berlin haben wir eben sehr, sehr viele Alleinerziehende. Und das heißt eben meistens, dass die Kinder bei den Müttern leben und meistens, dass die Väter auch keinen Unterhalt zahlen oder zu wenig Unterhalt zahlen. Damit kommt die Armut schon mal per se. So, das nächste ist, dass dann diese Frauen dann ja auch zusammenbringen müssen Arbeit und Familie. Mhm. So, das heißt für viele Frauen, dass das schon schwierig ist, dass es mit einem 40-Stunden-Job schwierig ist, gerade wenn sie zum
zum Beispiel jetzt nicht so gut ausgebildet sind, ja, dann haben sie oft auch das Schichtdienstproblem. Viele Frauen sind in Sozialberufen tätig, auch da haben sie mit Schichtdiensten zu tun. Und dann schauen sich die Kinderbetreuungsmöglichkeiten an, die sind nicht dem Schichtdienst entsprechend. So, von daher setze ich mich auch dafür ein, dass wir zum Beispiel auch in den Krankenhäusern auch Betriebskitas bekommen, mehr Betriebskitas, damit es eben besser vereinbar ist, sozusagen Beruf und Familie. Und auch ansonsten, dass eine flexible Kinderbetreuung gerade für Alleinerziehende in Berlin breiter endlich angeboten wird. Sie haben ein Thema auch schon angerissen, interessiert mich ganz besonders, wenn Sie sagen, okay, Alleinerziehende fördern, Alleinerziehende unterstützen, vielleicht hilft da auch eine Betriebskita. Ist es immer das Steuergeld, was man da einsetzen muss, um, sag ich mal, auch bei Arbeitgebern eine kinderfreundliche Politik durchzusetzen, dass man sagt, okay, du kannst halt nicht 40 Stunden arbeiten oder wir sind flexibler in der Arbeitszeitgestaltung, weil du alleinerziehend bist, ob Mann oder Frau, du musst dein Kind abholen etc., da irgendwas managen. Müssen wir da auch, sag ich mal, ein Umdenken initiieren in unserer Gesellschaft? Ja, es ist auf jeden Fall so. Ich selber hatte auch schon mal an einer Veranstaltung der Handwerkskammer teilgenommen, was mich sehr gefreut hat, dass die Handwerkskammer zumindest das Thema angefasst hat. Aber es ist immer noch so, dass viele Betriebe in Berlin auch sich schwer tun damit, tatsächlich zu schauen, wie ist die konkrete Situation ihrer Beschäftigten. Da ist es vielleicht einfacher, jemand anders stattdessen einzustellen. Ne? Von daher wünsche ich mir auch tatsächlich, dass der Berliner Senat mal sowas initiiert wie einen Pakt mit der Wirtschaft für mehr Familienfreundlichkeit, für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich kenne auch viele Alleinerziehende, die sich gar nicht trauen, dem Arbeitgeber ihre Situation zu schildern, weil sie dann die Sorge haben, nicht, dass der sich um ihr Problem kümmert, sondern dass er sie dann eher sozusagen kündigt, als sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das Nächste ist natürlich, dass wenn man nicht 40 Stunden arbeitet, dann kriegt man auch viel weniger Stunden Geld. Und dann hat man gleich wieder das Problem, dass es nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt mit den Kindern zu finanzieren. Und dazu kommt noch, auf direkter Ebene. Ein Satz noch. Ja. Frauen verdienen nach wie vor über 20% weniger als Männer. So. Und wenn Sie dann noch die Stunden reduzieren, dann wissen Sie, in welcher Armutsfalle diese Frauen sitzen. Na gut, aber dann perfekte Überleitung. Da können Sie ja Ramona Popp anrufen. Die ist ja Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin hier in Berlin. Bin mir sicher, das stoßen wir an. In Berlin das Thema anstoßen können. Bleiben wir mal beim rot-rot-grünen Senat und bei den grünen Ideen, was das Thema Verkehrswende und eine andere Verkehrspolitik für Berlin angeht. Kann man sich auch gut vorstellen, dass die Straßenbahn auch bald in Charlottenburg-Wilmersdorf Thema sein wird. Welche Ideen haben die Grünen dort? Welche Ideen vertritt auch Lisa Paus, sag ich mal, wenn ihr Weg in den Bundestag führt und sie sagen, okay, ich will da auf Landes- und Bundesebene, sag ich mal, mehr Ideen anstoßen, was das Thema Verkehrswende angeht. In Berlin diskutieren wir ja und zum Beispiel über mehr ja schon Trams, bessere Fahrradwege. Das stimmt, aber ehrlich gesagt, eine konkrete Tram in Charlottenburg-Wilmersdorf ist mir jetzt nicht so im Sinn. Das war jetzt nur überspitzt formuliert. Ist mir jetzt nicht so im Sinn. Also wir haben ja einiges im Koalitionsvertrag da schon verankert. Da muss ich jetzt leider den Charlottenburg-Wilmersdorfern sagen, da ist der Charlottenburg-Wilmersdorf jetzt nicht so berücksichtigt worden in dem Bereich. So, aber das Mobilitäts- und Fahrradsgesetz, was ja jetzt vorgestellt worden ist von der Verkehrssenatorin, zeigt ja schon, was sich ändern kann für Berlin. Und da bin ich wirklich freudig gespannt, weil ich glaube, das ist eine große Chance für die Stadt. Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf wird mehr Fahrrad gefahren als früher. Die meisten Wege sind kurz und man bewegt sich im Kiez. Da ist für Fahrrad mehr möglich, wenn man das ein bisschen entstresst. Und gerade in Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es ja auch mehr ältere Leute. Da ist es dann schon wichtig, ja, dass die Fahrradfahrer ihren eigenen Platz bekommen, damit auch sozusagen der Streit zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern nicht weiter eskaliert. So, von daher brauchen wir das dringend und ich bin froh, dass der Senat das angestoßen hat. Bei der Bundesregierung ist es ja leider Fehlanzeige. Da hat ja Herr Dobrindt die letzten 4 Jahre vertrödelt mit seiner Ausländermaut, die Milliarden kostet und nichts bringt. Und ansonsten fährt er die Automobilindustrie vor die Wand. Da braucht es in der Tat dringende Änderungen. Ich persönlich habe mich doch dafür eingesetzt, dass wir den Mobilpass einführen können. Wir Grünen schlagen vor, dass wir eine neue Karte, einen neuen Mobilpass anbieten, mit dem man bundesweit durch alle Verkehrsverbünde sozusagen relativ unfallfrei kommt. Ich selber bin auch überfordert, wenn ich mal in eine andere Stadt komme und stehe da vor diesem Automaten. Ne? Was ist jetzt der richtige Knopf, den ich drücken muss, um aber das richtige Ticket zu bekommen? Da kann ich mir vorstellen, da hapert es zwischen den einzelnen Verbänden, oder? Dass die sagen, okay, wie kriegen wir das auseinander, klamüselt, wer denn welches Geld bekommt letztendlich. Es muss ja auch finanziert werden, oder?
Genau, so, da hakt es auch bei den Verkehrsverbünden, aber da haben wir gute Hoffnung, wenn man ihnen verspricht, dass dadurch auch mehr Geld ins System kommt, dass dann die Gesprächsbereitschaft sich dann relativ sprunghaft erhöht. Und wichtig ist ja, dass wir für die Nutzerinnen und Nutzer endlich ein Mobilitätskonzept in ganz Deutschland hinbekommen, was der Zukunft entspricht. Stichwort Autobahnprivatisierung steht bei Ihnen auch ganz groß auf der Homepage, dass Sie dagegen sind. Ja. Was kritisieren Sie da dran? Zum einen das ganze Thema Public-Private Partnership. Ich kenne kein Public-Private Partnership, was funktioniert hat, außer klein. Ich kenne kein Public-Private Partnership, was gut sozusagen für die öffentliche Hand und für die Bürgerinnen und Bürger funktioniert hat. So. Ich verstehe, dass die Wirtschaft das möchte. Der, der den Zuschlag bekommt, der hat für die nächsten 10, 20 Jahre erstmal gut ausgesorgt. Ja, das ist eine super Sache. Aber für die Bevölkerung sehe ich das halt nicht. So, und für Berlin ist tatsächlich das Problem, was beschlossen worden ist. Das bedeutet, dass der Bund jetzt eben noch stärker als vorher bestimmen kann, ob in Berlin eine Autobahn gebaut wird oder nicht, welche Autobahn gebaut wird. Und wenn man sich mal anschaut, gerade Charlottenburg-Wilmersdorf, da ICC-Messe, ne, die ganze Abus-Strecke da. Die haben wir heute gar nicht angerissen, wollen wir auch gar nicht, weil die Zeit haben wir nicht mehr. Gut, aber jedenfalls, das ist die meistbefahrenste Autobahn in ganz Deutschland. Mhm. Das ist von daher sehr, sehr attraktiv für Private, dieses Stück zu erwerben und dann selber zu betreiben. Also ich höre schon durch, ich fasse mal ein bisschen, na gut, Sie können ja protestieren als Politiker, ja, genau, das und man machen, kann genau. sich ja die Mehrheiten in so. Der Bevölkerung suchen. Das stimmt, aber die Gesetze sind jetzt erstmal so geändert, dass das tatsächlich grundsätzlich möglich ist. Na, vielleicht ändert es ja die nächste Bundesregierung wieder, wenn die Grünen vielleicht darin Verantwortung tragen. Frau Paus, letzte Frage mit der Bitte um relativ kurze Antwort, weil wir sind schon über die Zeit hinweg. Was sagen Sie all jenen Nicht-Wählern oder unentschlossenen Wählern, die jetzt die Tage auf Sie zukommen und sagen, warum soll ich Sie wählen, Frau Paus? Warum soll ich mein Kreuz bei den Grünen machen? In Charlottenburg bei Lisa Paus. Weil wir Grünen liefern. Wir reden auch, ja, aber wir reden nicht rum. Sondern wir haben konkrete Vorschläge für die Probleme in der Stadt und für die Leute. In der letzten rot-grünen Bundesregierung waren wir es, die den Atomausstieg durchgesetzt haben, die doppelte Staatsbürgerschaft und auch die Ehe für alle. Damals jetzt noch Lebenspartnerschaft. Ja, aber jetzt haben Sie es ja mit angestoßen auch im Bund, das sage ich mal, auch die letzten. Genau, weil wir Grünen liefern. Wir waren in der letzten rot-grünen Bundesregierung diejenigen, die den Atomausstieg, die doppelte Staatsbürgerschaft und die eingetragene Lebenspartnerschaft durchgesetzt haben. Und Deutschland braucht wieder mehr Blick in die Zukunft und mehr Modernisierung. Aus unserer Sicht steht jetzt die Verkehrswende an, steht das Einwanderungsgesetz an, die Verteidigung der Demokratie und für Europa. Und das sind die Themen, die wir mit vertreten würden. Und wer Frau Paus treffen will, trifft sie garantiert auf einen der unzähligen Veranstaltungen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Bis zum 24. September haben die Wählerinnen und Wähler Zeit, sich für eine Partei zu entscheiden. Vielleicht macht der eine oder die andere das Kreuz auch bei den Grünen, bei Lisa Paus. Vielen Dank für den Besuch im Studio und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen gibt es eine neue Sendung mit einer anderen Kandidatin. Oder einem anderen Kandidaten. Lassen Sie sich überraschen. Bis dahin.